Wir gehen jetzt durch die Punkte, die wir treffen können. Nahdistanz, der Dreifache Reimer 16 oder Dickdarm 18, ja? Also in dem Dreifach. Das ist relativ, also das ist richtig hart, ja. Der Punkt dieser Brachialis, Plexus, ja, Plexus Brachialis, der ist sehr empfindlich, ja? Da kann man eine ganze Menge. Ja? Ihr könnt sie gerne blocken, ihr könnt euch auch mal sagen, okay, also ich will schon blocken, ihr werdet einfach schneller. Erster Punkt, geht eigentlich alle Punkte durch. Dreifacher Reimer 16, mit dem Handbein zum Beispiel Magen 5, mit dem Erbsenbein mentaler Nerv, Perikard, Lunge 5, Lunge 7, 8. Also je nach Distanzsituation und seiner Energetik, ja, habt ihr hier die ganzen Optionen. Und am Ende könnt ihr die Hand übernehmen. Ne? Einfach hier so drauflegen und mit der anderen sofort sichern. Die Pumpe habt ihr gestern gemacht. Bein haben wir gar nicht, ne? Das ist natürlich hier auch eine Option. Wirkt ein bisschen später. Ja. Stehst du darüber in deinem Bereich? Ja, also vielleicht ganz systematisch jeder, dass ihr alle Punkte abgeht, einfach in Ruhe, gelassen. Eins. Magen 5 ist ja schräg nach unten, da wo dieser, seht ihr, wo der Kaumuskel endet, ja? Wo diese Delle ist, ja. Da drüber. Macht's ruhig mit dem Hand, mit dem Daumenbein, das ist eine super Geschichte. Müsst ihr nicht suchen, weil der liegt genau unter dem Augenwinkel, wenn ihr die Hand hier drauf legt, seht ihr, als Zielvorrichtung. Seid ihr automatisch auf dem Punkt. Ihr müsst nicht suchen, ihr orientiert euch einfach an dieser Gesichtsstruktur. Zweite, wie gestern teilweise glaube ich auch, mit runterbringen, rein, runter 45 Grad. Könnt ihr auch mit dem Daumenbein machen, super, oder ein bisschen härter mit, ja, das ist der, den man beim Boxen aufzieht. Also. Klar, ihr könnt die Lunge 5 nehmen hier, wer das mit, also Lunge 1 nehmen. Wer das möchte, Perikard, Lunge 5, Lunge 7, nochmal Lunge 5. Jetzt werden wir diese Kutikation nicht mehr rein. Oder auch das Anhängen hier zum Beispiel mit den Schneiden. Aber wir haben auch den Ellbogen, die dann 13 und so weiter. Ja, also ich will euch nicht voll labern hier mit den Punkten. Ihr seht einfach nur, um euch doch klar zu machen, dass ihr so eine Orientierung, so eine Landkarte habt. Glaube, wenn ihr euch bewegt, ihr bewegt euch irgendwo ziellos und sinnlos durch die Gegend. Jede Bewegung, die ihr hier macht, hat einen Sinn. Ja, ist keine nichts verschwendet. Da wollt ihr hinkommen. Das ist natürlich, ihr müsst diese Punkte gar nicht ausführen. Aber indem ihr euch so orientiert, passiert eigentlich auch mit eurem ganzen, mit eurem Bewegungsbild. Ja? Mit eurer Matrix passiert was. Kommt ein ganz anderes Verständnis. Also, nochmal. Eins. 2, 3, Perikard, 4, hier hinstellen, wie ihr wollt. Ne, guck mal, das ist ja dieses. Wenn ich, was kommt jetzt? Eine Waffe? Ja. Ganz kurz von der Erfahrung, also wie das heißt, also das ist jetzt, versteht ihr was, also ich übernehme die Hand, das ist dieses, was wir im Basai-Daya haben. Wenn ich Pech hatte, dass ich innen geblockt habe, will ich sofort übernehmen, ja, in die Außenseite. Klappt nicht immer, aber es ist eigentlich strategisch die beste Option. Was ich hier mache, ist ja auch umgehen. Das sieht man im Film oft vorbei. Das kann man mit dem Messer ist natürlich stärker sein, das kann ich aber auch hier schon stoppen. Das Schöne ist, wenn er hier weggeht, dann gucken wir mal, was wir machen. Um das Gleichgewicht zu halten, verlängert er den Arm. Wenn er den Arm verlängert, ist der Arm locker, seht ihr? Und das ist leicht. Er trennt sich, das nennt sich die Kräfte trennen. Verschwendet, also er ist dann verschwendet. Ja? Komm.
schickt ihn noch mehr raus. Und das möchte ich. Ja. Ich möchte, dass er ihn hier raus. Aha, danke. Dann bin ich auf der anderen Seite, da bin ich natürlich sicherer. Das ist eigentlich die Bewegung. Jetzt ist natürlich, jetzt studieren wir die Optionen, die sozusagen unterwegs, die Tankstellen, die wir sozusagen unterwegs sind. Ja? So, jederzeit kann sich was verändern. Ich weiß es nicht. Ich entscheide. Also ihr entscheidet das ja auch nicht. Ich stelle euch ja nicht hin, er macht jetzt einen Moment, aha, ich nehme mir mal den Punkt vor oder den Punkt. Ja, das passiert irgendwie, das muss ja eure innere Instinkt dann einfach regeln. Ja? Und wenn alle scheiden, dann wenigstens hier seid ihr auf der sicheren Seite. Also das ist die Gesamtbewegung, die haben wir jetzt unterteilt. Aber habt im Blick dieses hier. Ein ganzes Empfinden, ja, dass man das dreidimensional irgendwie schafft, ja, wo